Habe ich sie weggelockt? Ich hoffe doch. Ah nein, habe ich nicht. Los, scann doch das Ding. Oh Gott. Ah, oh. Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Subnautica. In der letzten Folge habe ich es tatsächlich geschafft, eine Base aufzubauen, eine Startbase. Ich fange ja jetzt neu an. Das ist jetzt hier der Hardcore-Modus. Das heißt, wenn ich sterbe, dann war's das. Da gibt es keine zweite Chance für mich. Da muss ich neu anfangen. Das heißt, das Ganze hier ist auf jeden Fall jetzt deutlich spannender als vorher nochmal. Also wir legen hier nochmal eine Schippe drauf, was Spannung angeht. Und hey, hier ist ja ein Seemottenfragment. Nice. Nee, Moment. Bioreaktor. Das ist gar nicht die Seemotte. Hier sind voll viele Blueprints, sehe ich gerade. Okay. Ah! Nee, warte mal, da will ich jetzt gerade nicht hin. Mit dem will ich mich gerade nicht anlegen. Ah, ich sollte vielleicht nochmal eine Batterie machen, bevor ich jetzt irgendwo hingehe. Am Fabricator. Das müsste eigentlich gehen. Jawohl. Ersatzbatterie für den Dings hier. Für den Seegleiter. Ist nicht verkehrt. Als nächstes würde ich tatsächlich dann auch mal noch einen Schrank bauen. Damit wir auch Dinge storen können. Dass wir ein bisschen Storage haben. Damit ich ein paar Sachen wegtun kann. Damit ich nicht alles Wertvolle mitnehme. Obwohl, eigentlich ist es egal, ob ich alles Wertvolle dabei habe oder nicht. Weil wenn ich sterbe, war es das eh. Dann ist eh alles weg. Ich mache trotzdem mal ein Storage hin. Da muss, da kann ich mein Inventar ein bisschen ausleeren, ja. Hier so, das Zeug kann weg dann. Genau. Und die Pilze hier. Perfekt. So, da bin ich wieder ein bisschen leerer. Und dann gehen wir mal gucken, was wir hier hinten so haben für Zeug zum Scannen. Soll ich mal hier reingucken? Komme ich da überhaupt rein? Nee, da komme ich gar nicht rein. Also bestimmt irgendwie, aber gerade eben irgendwie nicht. Ah! Ah! Lass mich. Ah, geh weg. Hau ab. Ich will da das scannen. Okay, Bioreaktor haben wir freigeschaltet. Nice, da hätten wir schon mal eine... Oh shit. Da hätten wir schon mal eine zuverlässige Energieversorgung auf jeden Fall. Das ist doch nicht verkehrt. So, schnell Luft holen. Oh Gott. Oh. Puh. Da ist meine Base. Aber wieso hat er mir denn jetzt gewarnt, als da 30 Seconds of Oxygen noch übrig waren? Eigentlich dürfte das doch gar nicht sein, habe ich gedacht. Ich dachte eigentlich, dass er mich dann nicht mehr warnt im Hardcore-Modus. Komisch. Aber naja, so ist das. Ich schwimme jetzt mal mit dem Seegleiter, bevor wir jetzt hier irgendwie was anfangen oder so. Schwimme ich jetzt mal... Ah, warte mal, genau. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Rettungskapsel. Dann nehme ich mir nochmal ein Medkit aus dem Schrank, heile mich komplett hoch, esse nochmal was und dann fahren wir nämlich mit dem Seegleiter zu der Insel und scannen mal die ganzen Mehrzweckräume und so. Ganz wichtig. Dann können wir nämlich eine größere Base bauen und haben auch gleich mehr Technologie am Start und so. Und dann ja, braucht man natürlich auch noch die mobile Fahrzeugstation, damit wir eine Seemotte machen können. So, das nächste Ding. So, der Medkit Fabricator hat hoffentlich genau etwas produziert. Dann nutzen wir das mal und heilen uns mal komplett hoch. Genau, hier gibt es ja noch die Notfallrationen. Nehme ich auch mal mit. Das Wasser trinke ich jetzt mal. Das essen wir. Und dann nehme ich mir noch einen Fisch hier. Oder zwei hier von den Wasserfischen. Wo war der jetzt? Ist er weg? Da. Genau, Nummer 1 und noch einen am besten. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Jawohl, so, jetzt wollen wir noch zweimal trinken. Oder wollen wir erstmal zu der Besatzung da, zu der Anzeige. Können wir natürlich auch erstmal machen. Können wir auf dem Weg machen. Ich glaube, das... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte da trinken draus machen. Verdammt. Falsch gedrückt. Super. Ah ja, okay, der füllt auch ein bisschen Wasser auf, wenn er gekocht ist. Sehr gut. Okay, dann begeben wir uns mal zu dem
Rettungskapselsignal, Untiefen, aha. Das ist ja von der Aurora weg, genau. Und wenn wir zur Insel wollen, müssen wir da rüber. Ich habe keinen Kompass, kann das sein? Das fällt mir mal gerade so auf. Ich sehe nicht, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Norden, Süden, Osten, Westen. In der Heimat schmeckt es am besten. Oh. Reservebatterie. Da brauche ich jetzt schon die Reservebatterie. Krass. Crazy verrückt. So, das sind nur noch 300 Meter. Das kriegen wir hin. Dann erforschen wir erstmal die Rettungskapsel. Würde ich sagen. Und dann schwimmen wir von da zur Insel und kriegen da bestimmt auch noch einiges an Infos und nützlichen Items. Denn wie gesagt, ich möchte ja auch gerne ein bisschen effizienter vorankommen in diesem Neustart. Also ich möchte schneller an die Seemotte kommen und so. Mal gucken, ob es mir gelingt. So, jetzt tauchen wir kurz nochmal auf. Voll Sauerstoff und dann geht's ab nach unten. Ah, hier. So, PDA. Dann haben wir hier einen Datendownload. Kompass. Ja, toll. Ich habe den Kompass freigeschaltet. Wie sinnlos. So, hier war noch ein Blueprint. Das ist der Seegleiter. Den haben wir aber schon. Dann bewegen wir uns doch mal zur Insel. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist die Aurora. Das heißt, ich muss da hinten hin. Machen wir jetzt mit dem Seegleiter schnell. Fahren wir mal dahin. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht vom Reaper Leviathan direkt vernascht werde, wenn ich dahin fahre. Mein Ziel ist nämlich, die oberflächlichen Degasi-Stationen zu scannen. Und dann da gleich die Räume zu haben. Und dann brauchen wir noch die mobile Fahrzeugstation. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge mit der mobilen Fahrzeugstation. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr, wenn wir jetzt die Insel noch erkunden. Ich glaube, so war auch die Reihenfolge gewesen. Ich glaube, in Folge 2 bin ich auch direkt auf die Insel gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, das war so. Ah, ich habe eine neue Nachricht gekriegt. Mal gucken, ob ich richtig schwimme, ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ich glaube, diese Wolke da hinten muss man ansteuern, da kommt man zur Insel. Ich glaube, das müsste diese Wolke sein. Die Insel kommt dann so aus dem Nebel raus. Aus der Nebelwolke. Wir halten einfach mal drauf zu. Hier gibt es zum Glück erstmal nur Riffrücken. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Keine Ghost-Leviathane, bitte. Weil ich glaube, wenn ich jetzt so einem begegne, komme ich A, nicht schnell genug weg und B, beißt er mich einmal und ich bin tot. Weil ich, wie gesagt, noch keinen Anzug anhab. Und das wäre nicht ganz so gut, meine lieben Freunde. Das wäre in der Tat ziemlich schlecht. So, da vorne ist die Insel. Ja, da kommt sie schon. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon sich aus der Wolke rauskristallisieren. Okay, wir sind richtig, wir sind richtig. Aber hier war, glaube ich, Leviathan-Gebiet, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ein Riffrücken da vorne. Vielleicht sollte ich mal die Karte ausmachen. Hier haben wir einen Riffrücken. Ein Reefback. Ja, sieht gut aus. Ja, da vorne ist die Insel. Alles klar. Ah, schade, jetzt wird es wieder dunkel. Ah, ich habe ja eine Taschenlampe. Muss nur schnell an Bord oder an Land gehen. An Bord gehen. Hm. Ist das eine Sonnenfinsternis? Nee, guck mal, das ist eine Sonnenfinsternis gerade. Das ist gar nicht Nacht. Das ist eine Sonnenfinsternis. Der Mond hat sich vor die Sonne geschoben. Krass. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen, dass das passiert. Ja, guck mal, es ist helllichter Tag. Und da kommt die Sonne wieder hinterm Mond vor. Krass. Das ist so cool. Dass es sowas auch gibt, ist einfach so cool. Ist einfach der Hammer. Das war eine Sonnenfinsternis. Wir haben eine Sonnenfinsternis erlebt. Da frage ich mich ja auch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für sowas ist. Okay.
Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen wegen den hässlichen Viechern. Ja, genau, die blöden Headcrabs. Ah! Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Geht weg, geht weg. Geht weg, ihr blöden Krabben. Ihr blöden Headcrabs. So, wir brauchen den Außenbeetkasten. Wir brauchen den Innenbeetkasten. Und wir brauchen entsprechend die Melonensamen. Ah ja, okay, hier ist schon mal die Base. Da sind die scheiß Krabben. Ich hasse sie so wahnsinnig. Mehrzweckraum, genau. Ah. Gott scannt das langsam, ey. Ich hoffe, ich kann hier safe stehen und dass mich was anspringt. Puh. Mehrzweckraum haben wir. Ih, da ist ja eine Headcrab drin. Wie gemein. Ey, was ist denn das? Los, scannen. Mach. Stasegewehr. Sie versuchen mich anzuspringen und sind da dabei in dieses Ding rein. Ist ja auch ekelhaft. Ah! Ich habe gar keinen Schaden gekriegt. Gott, habe ich mir erschrocken. Marmormelone. Und das ist der Außenbeetkasten. Den brauchen wir, den brauchen wir. Sauber. Ih, dieses Springen. Ich hasse das. Ah! Ich muss ausweichen. Ah! Gott, die sind noch aggressiver irgendwie, habe ich das Gefühl. Haut ab, ihr Scheißviecher. Oh Gott, ich lock die mal weg. Nein, jetzt wird es auch noch dunkel. Jetzt sehe ich die gleich nicht mehr so gut. Habe ich sie weggelockt? Ich hoffe doch. Ah, nein, habe ich nicht. Los, scann doch das Ding. Oh Gott. Ah, oh. Mach doch, mach doch. Manu. Nicht die Krabben. Ja. Nein, ah. Oh. Um Gottes Willen. So, jetzt schnell hier hoch. Ich muss nur nach oben. Muss man mal die Taschenlampe auswählen. Ey, ich sehe gar nichts hier. So. Da muss ich hoch. Hier müssen wir hoch. Hier müssen wir lang. Ah! Ah, nein! Nicht festhängen. So, wir gehen mal hier rechts hoch. Nee, Moment, da gibt's eine Höhle. Hä, wieso gibt's da eine Höhle? Da darf gar keine Höhle sein. Ah! Hier müssen wir hoch. Nee. Wo müssen wir denn hoch? Es ist dunkel. Ich kann nichts sehen. Ich muss irgendwo auf den Berg hoch. War das nicht hier? Ja doch, das war hier. Haben die das Gelände nochmal verändert? Das kommt mir so uneben vor. Früher war das hier irgendwie leichter, hier lang zu gehen an der Stelle. So, jetzt schön außenrum. Das ist irgendwie abenteuerlicher, wenn man hier nachts lang geht. Es hat so einen latenten Bedrohungscharakter hier. Und man hört hier die Steine, die Felsbrocken bröckeln. So, genau, jetzt hier durch. Also die Marmormelonensamen habe ich schon mal. Die könnte ich schon mal einpflanzen. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch den Innenbeetkasten. Oder generell irgendwie einen Beetkasten, um was innen einzupflanzen. Das Shot scannen wir mal direkt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, in der Degasi-Base da unten muss ich nochmal reingucken, wenn es gleich hell ist. Da liegt nämlich noch dieses eine Tablet auf dem Tisch. Ah ja, hier haben wir Beetkästen. Ah, jetzt habe ich die Marmormelone gescannt. Ich wollte eigentlich den Pflanztopf scannen. Chinesische Kartoffeln. Ja, nimm sie mit. Nee, du sollst eigentlich den Topf scannen. Ach so, das ist derselbe, okay. Ah ja, hier haben wir das Observatorium. Das ist ja, wie gesagt, nur dieser Dekoraum. Für die Optik. Und dann gab es hier noch einen Scheinwerfer, den wir scannen konnten. Das weiß ich auch noch. Ah, ein PDA. Ich lese die PDAs mal jetzt nicht, weil das haben wir ja im Grunde alles schon gelesen. Ja, das schenken wir uns jetzt mal. Das wissen wir ja alles schon. Kann ich die Glasscheibe hier eigentlich scannen? Nee. Irgendwo gab es hier noch einen Scheinwerfer, glaube ich. Mal gucken, gucken. Ja, hier genau, Außenscheinwerfer. Die wollen wir haben. So.
Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Jetzt müssen wir auf die andere Seite vom Berg. Und wenn gleich die Aurora explodiert, muss ich mich unbedingt mal unter das Wasser bewegen. Unter Wasser. Damit wir die Druckwelle endlich mal sehen. Das haben wir beim letzten Mal ja leider nicht gesehen, weil wir da auf dem Berg oben standen, so wie jetzt. Und wenn die gleich explodiert, müssen wir uns unbedingt mal nach unten bewegen. Ganz, ganz wichtig. So, hier rüber. Da ist der andere Berg, da müssen wir auch noch hoch. Gut, dass ich diese Lampe habe, ey. Sonst würde ich hier nichts sehen können. Ohne Witz. Wäre das einfach viel zu dunkel. Wobei das im YouTube-Video mal ein bisschen heller ist, tatsächlich. Also ihr seht dann ein bisschen mehr wieder. Da oben müssen wir hin. Genau, hier so ein bisschen links und rechts. Schlangenlinie, das sind hier die Serpentinen. So. Ruftata, genau. Wasser, sehr gut. Moment, da war irgendwas. Innenbeetkasten, genau. Den brauchen wir ganz, 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 ganz dringend. Von dem Baum nehme ich auch mal ein paar Früchte mit. Jetzt wollte ich noch mal gucken. Hier ist wieder das Observatorium. Hier ist doch so eine Verstärkung. Kann ich die nicht auch scannen? Oder muss ich das von außen machen? Barb Torgals Aufzeichnung. Kann ich hier noch was scannen jetzt? Nee, ne? Geht nicht mehr. Kann nichts mehr scannen. Also der Innenbeetkasten ist auf jeden Fall sehr wichtig. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Zentrum, da wo wir gerade gewesen sind. Wo die kleinen Viecher gewesen sind. Und da müssen wir nochmal kurz in den Mehrzweckraum reinschauen. Da gibt es nämlich auf jeden Fall noch was. Was wir dringend brauchen. Ich weiß jetzt halt nicht, inwiefern ich überhaupt der Story folgen sollte. Also ich werde es auf jeden Fall so ein bisschen machen. Da oben liegt noch was, auf jeden Fall. Da müssen wir noch reingucken. Also mal schauen, kann ich denn das von hier oben? Ja, das geht. Mal gucken, was das ist. Ultra gleitfähige Schwimmflossen, perfekt. Und da liegt noch ein PDA. Ah, da komme ich nicht rein. Da muss ich von unten rein. Kann ich hier denn so durch? Ja, geht. Genau, die Tafel haben wir hier. Nochmal ein PDA. Und dann war da noch ein PDA. Komm, schnell, schnell, schnell. Ah, da kommt man nicht durch. Ah! Ich hasse euch, ihr kleinen Mistviecher. Ich hasse euch. Wieso kommt man da denn auch nicht rein? Jetzt komme ich rein. Man muss nur genug drücken. Okay, noch ein paar Torge als Aufzeichnung. Da könnte man die Leiter benutzen. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich versuche jetzt hier wieder rauszukommen. Wir wollen ja das nicht verpassen hier mit der Aurora. So, dann gehe ich mal wieder hier hinten hoch und dann unter Wasser. Ja, aber das ist doch gut. Da haben wir jetzt schon wieder alles. Alles Wichtige. Was wir brauchen. Kann ich hier hoch? Ja. Dann auf der anderen Seite wieder runter. Genau. Ja, stimmt. Hier gab es diese Lagune in der Mitte der Insel. Auch schön. Genau, jetzt haben wir die Pflanzen, die Innenbeetkästen, da können wir uns schon mal versorgen. Das war ja das Wichtige. Wir haben den Mehrzweckraum, auch ganz wichtig. Können wir die Base schön ausbauen. Genau, und der nächste Plan ist dann... Aua, ich habe Fallschaden gekriegt, habt ihr das gesehen? Der nächste Plan ist dann, dass wir die Seemotte bauen. Mal schauen, ob ich es schaffe, in Folge 3 die Seemotte zu bauen. Erstmal natürlich die... Versorgungsstationen, ne, ganz wichtig. So, mal gucken. Erstmal hier zurück zur Base finden. Da hinten ist der Knubbel. Genau, wenn ich jetzt hier... Genau, da geht's tief nach unten, da wollen wir nicht hin. Ich muss jetzt den...
Punkt wiederfinden im Grassy Plateau, wo ich die Base aufgebaut habe. War das nicht hier irgendwo? Auf jeden Fall ist hier ein Grassy Plateau. Das ist aber, glaube ich, nicht das... Oh, Moment mal. Ein attraktiver Knubbel, der mich anlacht. Silber. Nice. Können wir gut gebrauchen. Titan können wir auch gut gebrauchen. Vielleicht sollte ich auch nochmal Titan-Schrott mitnehmen. Oh. Wow. Riffrücken auf Kollisionskurs. Hier ist nochmal Metallschrott. Nein, Inventar voll, verdammt. Ich habe die ganzen Pflanzen dabei. So, Moment. Luft holen, Luft holen, Luft holen. Und hier in der Nähe müsste eigentlich irgendwo die Base sein. Da hinten. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Dann bauen wir schnell einen Mehrzweckraum. Ich hoffe, ich habe genug Titan dafür. Packen da die Außenbeet, also beziehungsweise die Innenbeetkasten hin. Außenbeetkasten auch noch. Und dann kultivieren wir gleich mal ein paar Pflanzen, würde ich sagen. Und dann läuft das. Ach nee, Moment. Nochmal schnell Luft holen. Ich habe doch das Building Tool weggelegt. So. Habe ich denn Schrott dabei? Nee. Ah, scheiße, das reicht nicht aus, was ich an Titan dabei habe. Ich packe erstmal alles weg, was ich jetzt nicht unmittelbar benötige. Silber zum Beispiel. Ah, hier haben wir noch Titan. Nee, jetzt müsste ich eigentlich genug haben für einen Mehrzweckraum. Gucken wir mal. Ja, das reicht aus. Wunderschön. Gut, dass ich mit einem leeren Inventar losgegangen bin. Oder einem fast leeren Inventar. Außenbeetkasten. Aber wir bauen erstmal den Innenbeetkasten. Hier. Hey, was? Wie viel brauche ich dafür? Ah. Okay, in 2 Stunden gibt es eine Quantendetonation. Nicht schlecht. Dann kriegen wir die auf jeden Fall in der nächsten Folge dann, die Quantendetonation. So, rein. Machen wir mal hier Titan, Innenbeetkasten, dann pflanzen wir gleich das ganze Zeug an, was wir jetzt dabei haben. Hier, genau, Innenbeetkasten. Vielleicht eher so hierhin. Oder hierhin. Oder hierhin. Bin unschlüssig. Total unentschlossen. So. Einpflanzen. Melonen. Den Baum können wir auch einpflanzen. Genau. Und die Melone, die könnte ich jetzt essen. Ne, die pflanzen wir mal auch ein. Ich baue noch so einen kleinen Kasten hier daneben. Und da packen wir jetzt die Kartoffeln rein hier. Die chinesische, genau. Da können wir da nämlich auch noch ein bisschen was von essen. Haha, nice. Dann haben wir auch alle Ressourcen wunderbar investiert. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge Subnautica zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann mit einer riesigen, fetten Explosion. Bis zur nächsten Folge Subnautica. Bis dann, ciao, ciao.